Zucker und versteckte Zucker in Katzenfutter. Hallo liebe Katzenfreunde, ich bin Kirsten Schudetz, Katzenhomöopathin und Psychologin und Autorin von Katzenratgebern. Zucker im Katzenfutter. Gehört Zucker ins Katzenfutter? Ich denke mal, jeder normal denkende, mitdenkende Mensch sagt sofort nein, oder? Würde eine Katze draußen Zucker essen? Niemals. Der Körper der Katze ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, Zucker zu verwerten. Wenn du möchtest, dass deine Katze krank wird, dass sie Diabetes bekommt, übergewichtig wird, ein Nierenproblem bekommt, dann gib ihr Zucker. Also nein, keiner möchte ja, dass das Kätzchen krank wird. Im Gegenteil, wir wollen gesunde Katzen. Zucker gehört nicht ins Katzenfutter, denn es macht unsere Katzen krank. Und warum ist jetzt so oft Zucker im durchschnittlichen Katzenfutter? Der Hersteller wird es am besten wissen, aber ich verrate es euch. Es ist einmal, um die Konsistenz durch den Verarbeitungsprozess mit Zucker so zu verändern, dass das Futter schön aussieht. Warum muss das Futter schön aussehen? Ja, sicher, der Katze ist das egal, wie das Futter aussieht, der muss das nur schmecken. Aber wer kauft denn das Futter? Du, nicht dein Kätzchen. Und du sagst, oh, das sieht ja lecker aus. Das sieht ja fast so aus, dass wir das auch essen können. Das ist ein Grund, warum da Zucker reinkommt. Der andere möchte ich behaupten, dass Zucker auch unsere Katzen abhängig machen. Wie bei Süßsachen, die wir Menschen essen. Wir essen ja auch ein Stück Schokolade und noch eins und noch ein Stück Kuchen, weil da ordentlich Zucker drin ist. Das macht uns abhängig. Es sind also Tricks vom Hersteller, Herstellungsgründe, warum Zucker ins Katzenfutter kommt. Es ist aber etwas absolut Ungesundes für die Katzen. Es macht Katzen krank. Und eigentlich mal ganz ehrlich, liebe Hersteller, ist es verantwortungslos, wenn ihr sowas anbietet. Aber wie immer, wir Menschen, wir Käufer, wir Katzenhalter, wir sind gefragt, mitzudenken, uns zu informieren, es zu wissen und also dieses Futter nicht zu kaufen. Was bedeutet, liest dir genau die Zutaten durch in dem Futter, was du deiner Katze gibst oder geben möchtest. Ja, das ist minimal klein gedruckt. Nimm deine beste Brille mit, hol dir eine Lupe und dann lies es. Aber es steht nicht immer direkt drin, da ist Zucker drin. Denn die Hersteller sind durchaus trickreich. Die wissen schon, die Menschen achten inzwischen doch so ein bisschen drauf, dass Zucker drin ist. Wir machen mal was anderes. Wir nehmen versteckte Zucker. Also etwas, wo das Wort Zucker nicht erwähnt wird. Versteckte Zucker ist zum Beispiel Saccharose oder Saccharide, Glucose. Brauche ich doch mal mein Brillchen. Sirup, Karamell. Und für sich, wenn da immer Zutaten draufstehen, die ihr nicht kennt, die euch nicht sagen, dann ist das Chemie, künstlich ein Chemiebaukasten. Weg damit. Also, kein Zucker für die Katze. Lest euch durch, was im Katzenfutter ist. Vermeidet Futter, wo Zucker drin ist. Es gibt noch viel, viel andere Sachen, die zu vermeiden sind. Aber Zucker ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Nein, weg damit. Ich hoffe, ich konnte wieder weiterhelfen, dass euer Kätzchen lange, lange gesund bleibt. Viele weitere Infos über eine gesunde Katzenernährung in meinem Buch. Jetzt habe ich es tatsächlich verbuddelt. Ich habe es gar nicht hier. In meinem Buch, das Katzengesundheitsbuch, kleiner Blackout, das Katzengesundheitsbuch von mir, Kirsten Schudetz, kostet ungefähr 10 Euro. Viele Infos auch auf meinen Internetseiten. Also, ich hoffe, alles ist gut und es geht euch und euren Katzen gut. Schnurr, schnurr, miau, eure Kirsten Schudetz.